Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Total War Rome 2 Hannibal at the Gates auf sehr schwer. Ja, wir haben das letzte Mal einiges eingenommen oder besser die letzten Male und Rom steht jetzt so ein bisschen unter Bedrängnis. Untertan erlangt all Bekanntheit, verbotenes Wissen, oh, plus 20% Forschungsrate, das ist doch mal was Positives. Name eines eurer Untertanen ist in aller Munde, ob sich das als nützlich erweist, bleibt abzuwarten, aber plus 20% Forschungsrate ist cool. So, das hier ist er. Tief in einer verlassenen Kammer hat ein Bibliothekar uralte Schriftrollen mit lange vergessenem Wissen entdeckt. Die verbannen, sie nutzen nichts. Und nee, warte mal, was bringt das? Sie nutzen das Wissen dieser Schriftrollen, könnte sich als wertvoll erweisen. Die verbannen, nein, wir werden sie auf jeden Fall nehmen. So, wir nutzen sie. Was mir übrigens auch empfohlen worden ist, ich sollte diese Leute hier irgendwie loswerden. Ich denke, das ist auch etwas, was ich vorhabe zu tun. Beziehungsweise... Eigentlich muss ich das gar nicht. Ich meine, ihnen gehört sehr, sehr viel vom Land. Aber ich habe sie ja im Griff. Das ist ja das Schöne. Was bringt eigentlich das hier? Beseitigen. Massaker aller Unterstützer dieser Partei angeordnet. Bis zu minus 4% Einfluss für die Zielpartei. Bis zu allem. Hier. Minus 20 Loyalität für die Zielpartei für 10 Runden, minus 10 Loyalität für alle anderen Parteien. Also ganz im Ernst, das ist irgendwie, finde ich irgendwie nicht so gut. Imperium sind wir noch lange nicht, da bräuchten wir nämlich die Imperium-Stufe, die wir noch in 1000 Jahren nicht haben. Beziehungsweise Imperium-Stufe 5. Ja, eigentlich, ja, eigentlich sind wir sogar nur 2 Stufen davon entfernt, aber egal. So, wir greifen hier immer noch gerade eben auf Sizilien an. Und ja, die hier verhungern schon, so wie das für mich momentan aussieht. Inzwischen habe ich auch ein bisschen mehr Wissen über quasi den Einsatz von Agenten. Ich spiele ja jetzt gerade eben mit Günner die Let's Play Together Helenenbund-Kampagne, die wir uns da fröhlich auferlegt haben. Und ich möchte denen jetzt hier die Nahrung wegnehmen, wenn möglich. Die haben jetzt schon minus 5 Nahrung, also ich nehme denen gerne noch mehr Nahrung weg. Dass sie jetzt hier zugrunde gehen und dann werde ich sie ja im Grunde auch überrollen. Dann gehört mir nämlich ganz Sizilien. Das hier, ganz im Ernst, kann man jetzt hier einfach quasi in einem ausgeglichenen Kampf einnehmen. Messana ist unser und wird eingenommen. Hab natürlich wieder ein paar Elefanten verloren, aber was soll's. So, ich hätte es wieder mal plündern sollen, ne? Ja, aber ich mache das jetzt so, wie Günner mir das vorgeschlagen hat. Ich schlachte einfach drauf. Hier gibt es dann nochmal einen Trockendock. Weil das da vorne jetzt so eine vorgelagerte militärische Situation ist. Deswegen möchte ich hier eigentlich sehr, sehr gerne auch militärisch dieses Ding hier nutzen. Es ist natürlich blöd, dass ich jetzt hier nicht voll auf Nahrung gehen kann. Aber wie gesagt, das Ding wird da vorne tendenziell eher Angriffen ausgesetzt sein. Deswegen schlage ich das jetzt hier einfach mal konsequent kaputt. Schade, dass ich diesen Typen hier noch nicht sehe. Ich werde beim nächsten Mal hier mit diesem Agenten noch ein bisschen weiter vorgehen müssen. Minus 41%. Aber egal, die Verteidigung, die ich hier allein an Flotte hier rumstehen habe, behaupte ich mal, macht die ganze Sache hier dann wieder wett. Oh, was kommt da angesiedelt? Da kommt doch glatt was Freches angejuckelt. Finde ich das gut? Nein. Vielleicht brauche ich nochmal eine zweite Flotte. Ja, eine dritte Flotte. Meine Flotten sind irgendwie gerade eben alle ein bisschen beschäftigt. Ich schipper schon mal darüber. Mit der Absicht, den aufzuhalten, der da kommt. Jetzt sehe ich auch schon, was es ist. Es sind einfach wieder mal ganz normale Römerchen. Die es einfach nicht lernen. Die lernen es einfach nicht. Ach ja, die Kinderchen. So, ja, das ist ja hier das Heimatchor. Kann ich da noch irgendwas reinklatschen? Mal schauen. Niere habe ich ja schon. Magische Kavallerie. Späte karthagische. Das da können die noch reinnehmen. Nochmal so ein paar libysche Infanteristen mit Schwertern. Was denn? Wie viel im Unterhalt? 110. Hier, Hauptsache, ich habe hier eine starke, funktionierende Armee. 1, 2, 3, 4. Komm, dann machen wir nochmal einen Pikenier. Und ne, wir machen nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir machen nochmal einen Pikenier.
Dann ist das hier eine vollständige Armee und die ist dann auch cool. Eine weitere Flotte aufstellen wäre möglich. Man könnte halt auch, also ich würde es dann echt so machen, wie Günther mir das empfohlen hat. Wenn, dann level ich diesen Typen halt nicht mehr, wobei ich da wahrscheinlich den Fehler schon gemacht habe, dass ich schon was gelevelt habe, deswegen werden die halt auch immer mächtiger. Ich eigentlich ein Vermächtnis wieder aufstellen. Ja, ich habe ja noch Flottenvermächtnisse. Die Ableger Tyros. Die Verteidiger der Sieben Seen finde ich besser. Das hier sind karthagische Späte, libysche Speerträger, libysche Speerträger. Oh Mann. Was ist denn das für ein Schiff? Immer ziemlich mächtiges. Schwere Turmheptere. Die machen, glaube ich, schon gut Rums, wenn sie rammen. Rekrutieren. Das Ding hier kann abgegradet werden, natürlich. Und dann möge er doch mal. Ja, okay, mehr kann er gerade eh noch nicht machen. Dann ist er jetzt halt hier so als Verteidiger mit seiner lustigen Turmheptere. Wir machen schon 6600 pro Runde und gefühlt reicht es immer noch nicht. Wie kann ich Karthago dienen? Schnell und So, hier ist weise. noch mehr massalisches Gesocks. Ich breche im Namen Karthagos auf. Ingenua. Leisen Ich möchte Schrittes. aber mal jetzt mal nach Rom gucken. Eure Befehle, mein Herr. Die Flotte möchte ich eigentlich auch noch ausbauen. Aber ich möchte keine Überfall-Himmiolia. Definitiv nicht. Diese Schiffe finde ich nicht gut. Gut, Runde beenden. In der nächsten Runde schauen wir uns dann mal ja, Sizilien nochmal genauer an. Forschung abgeschlossen. Taktische Flexibilität. Das ist gut. Rebellion bevorstehen. Ja, das ist klar. Verbotenes Wissen. Für 4 Runden lang 20% mehr Forschungsrate. Nur wenige Tage nach der Entdeckung der Schriftrollen brach ein Feuer um das verlassene Gewölbe aus. Man fand den Bibliothekar mit versenktem Umhang und fremde Sprachen sprechen unumherirrend. Er behauptete, die Götter hätten ihm gesagt, dass sterbliche Augen niemals auf die Schriftrollen blicken sollten und er sie zerstören muss. Das Feuer breitete sich aus und richtete unvorstellbaren Schaden. Was ist denn das für ein Unsinn? Ganz im Ernst? Der Text passt ja überhaupt nicht zu meiner Entscheidung und überhaupt nicht zu diesem Effekt. Was ist denn das für ein Quatsch? Wie gesagt, ich behalte es und jetzt verbrennt es und ich bekomme den Bonus trotzdem. Hä? Keine Ahnung, was das soll. So, was bringt uns das hier? Nochmal mehr Schiffszustand, nochmal mehr RAM-Schaden für alle Schiffe, mehr Gefechtsgeschwindigkeit und Geschossschaden für alle Schiffe. Und dann bekomme ich hier dann nochmal Bewegungsreichweite für Armeen und Flotten. Kostet nur 4 Runden. Machen wir. Ich will Ich näher. bin unbedeutend, wie ihr befehlt. Ganz im Ernst, die sind so fertig hier. Wie kann ich Karthago dienen? Mein Herr. Die sind einfach nur fertig. Erklär denen jetzt den Krieg. Ja, sind eh Verbündete von Rom. Fahr zur Hölle. Niemand wird entkommen. Ganz im Ernst, das spiele ich auch nicht selbst. Ja, gehen halt die Elefanten drauf. Oder auch nicht. Mein Herr. Easy. Ganz einfach easy. So, Messana baue ich da auch noch hier. Das soll ja hier so ein bisschen militärisch halten können. Das Dingens hier baue ich um. Das Dingens hier. Ja, mehrere solche Tempel. Ich nicht 1000 Tempel. Ich weiß nicht, ich mache das anders. Ich baue diesen Tempel hier um. Ich bin nicht geplündert. Ich bin so ein Honk. Balhamon, mehr punischer Einfluss. Den brauche ich jetzt hier auch. Das hier wird zerdeppert. Das hier wird zerdeppert. Das hier möchte ich gerne zu einer Dockbaracke. Wegen der Verteidigung. Balhamon brauche ich nicht. Melkart, irgendwas, was noch richtig viel punischer Einfluss gibt. Neben Balhamon. Astarte. Landwirtschaft, nein. Hier eher, ja, Tanit. Wohlstand und Forschungsrate. Ja, das machen wir so. Und damit ist Sizilien auch jetzt unser. Hat zwar ziemlich sicher jetzt gleich eine Rebellion am Start. Gott, guck mal, was das alles ankommt. Ich muss mich entscheiden, was ich plätten will. Das ist ziemlich doof. Die Schiffe zum Hafen.
So. Die Flotte meldet sich, mein Herr. Zeit zum Kampf. Ja, ich stehe mit Hannibal jetzt hier rum. Kann ich da eigentlich jetzt noch hier irgendwas machen? Es gibt leider noch keine Söldner-Adelskämpfe. Ich möchte ja so gerne noch austauschen. 14. 15. Das ist der Hammer, ne? Was die mich nicht kosten. 7000 habe ich jetzt hier noch am Start. Wie gesagt, diese Dinger sind total scheiße. Die nehme ich nicht. Ich nehme auf jeden Fall... Kosten aber sau viel. Egal. 1, 2, 3, 4. Man braucht ein paar davon. Dann hätte ich ganz, ganz gerne ein paar Turmpentheren. Ja, fangen wir mal so an. Oder ich kann das nächste Runde machen. Ich muss ja das Geld jetzt hier nicht unbedingt aus dem Fenster werfen. Dann habe ich immerhin schon mal ein paar von den Speerträgern hier. Ah, Moment. Sollten Anheuerungskosten werden reduziert. Aber das ist ja nicht global, oder? Das ist ja dann nur vor Ort. So sinnlos. So sinnlos. Da kommt einfach nichts dazu, wisst ihr? I don't get it. Hier käme noch was dazu. Aber gleich von 4 auf 8 Nahrung. Was steht das? Spiel 3200. Egal. Nabis. Ich möchte, dass du jetzt mal hier in dieser römischen Stadt gehst. Das ist Pisa. Pisa. Ich gehe. Und hier ist Tarquini. Oh Gott. Und das? Der Etruskischen Liga. Rom gehört noch nicht mal alles hier. Ich erwarte eure Befehle. Nicht umso erschreckender. Was will ich denn hier noch machen? Ich habe ja schon einiges an Wurfspeeren. Das hier sind ja auch libysche Speerträger. Wir brauchen eigentlich noch ein paar Wurfspeere. Dann ist diese Flotte hier nämlich auch komplett. Was ich sehr, sehr gut finde. Ah, hier kann ich nochmal einen Tempel errichten. Was baue ich hier? Tarnit, dann mache ich hier mal einen... Ich hätte gerne einen Baal gemacht, aber es geht nicht. Reicht die Kohle nicht. Dann warte ich bis nächste Runde. Dann mache ich das hier noch. Öffentliche Ordnung. Ist immer eine feine Sache. So. Ich muss die halt mal mit in absehbarer Zeit loswerden hier. Guck gerade eben mal, wie sieht's eigentlich in all meinen Gebieten aus. Also hier ist die öffentliche Ordnung spitze. Karthago und Umba. Mauretanien, kann ich theoretisch hier ein Gebäude noch ausbauen? Das sollte ich auch mal machen. Hier, Zirta, ist alles gut. Kann natürlich noch das ein oder andere ausgebaut werden, sollte ich auch mal in Angriff nehmen. Sollte, ich habe lange, lange nicht gespielt. Ich habe 18 Folgen am Stück aufgenommen. Und jetzt habe ich wieder angefangen, ne? Jetzt so kurz bevor die Folgen auslaufen. Und deswegen bin ich gerade eben nicht mehr so ganz so drin. Aber ich werde das jetzt hier auch wieder dann quasi weiter durchziehen. Wirtschaftliche Absicht. Je größer eure Herrschaftsgebiete werden, desto größer wird auch der Bedarf, eure Schatzkammer zu füllen. Welches der zahlreichen lukrativen Unterfangen, die euch zur Auswahl stehen, scheint das profitabel zu sein? Handel, Landwirtschaft, Industrie. Entscheide mich für Landwirtschaft. Rebellion, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, und so weiter und so fort. Ja, der macht hier einen fröhlich auf Plünderino. Das Lustige ist, dass das hier diese Megapolis. Habe ich da schon Truppen drin? Die bauen sich gerade noch auf. Die Megapolis ist faszinierend. Also. Er könnte sogar schon angreifen. Ich greife jetzt mal den da an. Ja, stirb halt, du blöder Rebellenland. So, 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 ist egal. Ich will mal mir ein paar Sklaven holen. Sklaven, habe ich jetzt auch von Günner gelernt, sind absolut geil. Wenn man noch einen Sklavenmarkt errichtet, habe ich halt alles noch nicht gemacht, ne? So. Man hat viele Gesichter. Plündert hier. Hier wird umgebaut. Ah, Syrakus, genau. In Syrakus. Brauchen wir auf jeden Fall ein solches Gebäude. Und sowas hier will ich auch noch bauen. Plus 9%. Da kommt jetzt diese olle Flotte an. Ohne Witz, die benutze ich jetzt. Um jetzt hier diese Römer ein bisschen zu jagen. Muss ja auch mal sein.
Solange ich diese andere Flotte noch nicht aufgestellt habe, muss ich... Ja, weiter angreifen ist halt gerade eben nicht, ne? Ich bin jetzt hier gerade eben so ein bisschen festgesetzt, was hier so meine Möglichkeiten angeht. Jetzt kann ich ja nochmal so einen Baal Hamon machen. Wie gesagt, ich muss ja auch hier die Kultur punisch machen. Noch sind sie krass römisch. Wir arbeiten daran, dass sich das ändert. Aber bevor ich das mache, erstmal noch Mauretanien, denn ich habe noch 5000 übrig. Was bauen wir jetzt da rein? Es würde durchaus Sinn machen, sowas zu machen. Oder noch mehr Wirtschaft. Was haben wir denn hier? Wir haben schon einige Dinge, die hier praktisch sind. Wirtschaft. Die Manufaktur. Wir haben ja Manufaktur hier. Also so oder so, es würde sich lohnen. Wir machen das. Und dann bauen wir das hier auch noch aus. Das hier wäre ja auch nicht schlecht, aber lassen wir nochmal ganz, ganz kurz. Wir müssen halt parallel gucken, dass wir unsere Kohle weiter noch ausbauen. So, und jetzt sind wir hier bei Tarquini. Ich halte ein, um über den Tod nachzusehen. Die kenne ich gar nicht, diese Typen. Italisch. Und hier ist nochmal so eine römische Truppe. Die sind immer noch uns gut gesinnt. Wohlgesonnen. Tja, Hannibale, ne? Fleißiger Typ. Im Gegensatz zu... Ich weiß gar nicht, wann diese Folge kommt. Nee, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Das wäre ein Spoiler. Dann lasse ich das jetzt mal. Die etruskische Liga findet uns voll doof. Vielleicht kann ich... Ach, das ist ein Klientelkönigtum. Warum? Seid ihr mutig oder töricht oder einfach nur verrückt? Sprecht und ich höre... Kann keinen Handel mit ihnen machen. Also mit Syrakus. Die Syrakus ist im Grunde platt. Die sind... Was sind die? Die haben einfach nur ein... defensives Bündnis mit Rom. Und Emporion, ja, über die empöre ich mich ja schon lange. Um mal den blöden Wortwitz zu machen. Also gut, habe ich, kann ich für diese 2000, die ich noch habe, noch irgendwas Sinnvolles tun? Hispania, bla bla bla. Ich könnte das hier noch verbessern. Es gibt noch mal mehr Forschungsrate und noch mal ein bisschen mehr Wohlstand. Ja, komm, das machen wir. Ist vernünftig. Ist sehr vernünftig, finde ich. Vielleicht kann ich die Kelten ja noch dazu bringen, da irgendwie noch was in Rom zu machen. Rebellion bevorstehen, ja, ja, das ist klar. Waren das gerade Rang? Ach, das ist ein Rang erhöht worden. Ja, ja, Rebellion, schon klar. Der hier hat jetzt ein Level-Up. Was kann der hier? Wohlstand durch Kultur, die örtliche Provinz. Ich will aber jetzt erstmal gucken, ob ich irgendwie noch die Moral für die Ungepanzerten. Kann ich irgendwie die Kosten noch mehr senken? Aufstellung erhöht die Forschungsrate. Öffentliche Ordnung, aber nur bei Aufstellung. Ich will jetzt irgendwas mit Begleitarmee. Unterhaltskosten für alle Söldner Begleitarmee. Ja, das ist wiederum das, was so geil ist. Zolleinkommen. Neue Generäle war das gerade. Das macht halt die Bewegungsreichweite runter. Das ist so sinnlos und kacke. Was, der bleibt eh hier. Dann also erhöhe ich jetzt hier den Wohlstand durch die lokale Provinz. Oder in der lokalen Provinz. So. Wohlstand durch Landwirtschaft kann man ja auch noch erhöhen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich hier nicht vielleicht jetzt sogar demnächst mal anfangen soll, hier die Landwirtschaft ins Absurde zu treiben. Dann hier ein Kapsa. Sieht's denn aus hier mit der öffentlichen Ordnung? Ich brauche diese Sachen hier eigentlich gar nicht. Ich baue das jetzt hier mal komplett um. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Aber das ist doch hier Landeinheiten. Ja, ist jetzt auch egal. Ne, ich ändere hier doch, wenn ihr mal Blödsinn. Ach, es ist so doof. Ich weiß, warum ich das gemacht habe.
Ich weiß, warum ich das gemacht habe, weil ich hier ja die besten Truppen ausheben wollte. Das sollte ja hier mein Rekrutierungsort sein. Mein Gott. So. Dann. Nabis. Gebrisen sei Da Balhau. ist gerade wieder jemand in See Ich würde gestochen, ne? für Die kommen Karthago im. meilenweit reisen. Wow. Ich gehe. Rom irgendwie Nahrungsprobleme? Minus eins. Ja, Rom selber hat wahrscheinlich Zu euren Nahrungsprobleme. Diensten in Bewegung. Aber. Was? Was? Rom verhungert. Rom verhungert. Ich krieg mich nicht mehr ein. Mein Hannibällchen, Ich erwarte mein eure Honigball. Befehle. Es wäre eigentlich ganz lustig, wenn wir Balhau. Rom direkt mal nehmen würden. Ey. Ist ja nicht zu fassen. Ey. Komm, wir versenken hier noch mal ein paar Römerchen. Ach komm, ich nehme auch direkt die Kohle. Ja. Tja, Ozean wieder gedüngt. Verfahren zum Lups. Hafen. Wir kämpfen Und für wieder euch, da Herr. hoch. Ihr marschiert. Ich komme da gerade nicht drauf Diese klar. Blüten. Rom Ihr ist zu marschiert doof, weiter. sich selber Nahrung zu produzieren. Ach komm, jetzt macht schon. Es muss doch wohl möglich sein, dass das hier nochmal ein paar Adelskämpfe spawnen. Die Dingen spawnen doch auch, oder? Nee, wo sind denn? Hier gibt es keine Numiden mehr, oder? Doch, numidische Söldner. Aber kann ja doch. Ja, numidische Söldner der Adelskavallerie spawnen ja auch. Wobei ich echt am Überlegen bin, ob ich überhaupt normale numidische Söldnerspeerträger will. Die sind ja mega stark. Den kann man auch super noch fliehende Einheiten verfolgen. Aber ich denke, normale vier kann man behalten. Die hätte ich halt gerne ausgetauscht gegen die. Aus hoffentlich nachvollziehbaren Gründen. Wie kann ich Karthago dienen? Komm, wir gehen jetzt mal da drüben hin. Ich habe da jetzt Ich würde echt für mal Bock zu Karthago gucken. meilenweit reisen. Das Ich ist klau den alles. gleich nochmal essen. Ich lebe, um den Ich komme da mächtigen gerade nicht klar drauf. Karthago zu dienen. Ja, wir bauen jetzt hier diese Wir Turmdinger. brauchen eine Zwei Stück. größere Flotte. Bei der Gelegenheit können wir. Warte mal, was sind die besten denn davon? Geschosspentere mit 1100. Ja, das sind die Penteren. Bauen wir nochmal so eine Pentere. Heiligsblechle. Sind die am Verhungern? Die Typen? Ja, Rebellion, ich weiß. Entwicklungsfokus. Materieller Ehrgeiz, militärisch. Ja, wir gehen auf Militär. Bäm. Naja, was wir haben jetzt. Ja, es ist eine Rebellion, die wir hier haben. Invasionsstreitkraft geht an Land. Rom. Oh. Wo kamen die denn daher? Zu euren Diensten. So, den verbessern wir jetzt doch glatt mal hier, ne? Der klaut dann hier noch mehr Nahrung. Aber ich gucke jetzt erstmal, was Gebrisen die hier. Saiba, schnell und leise. Die das überall? Ich komme nicht klar drauf. Ich bin unbedeutend. Ich nehme jetzt aber den Auskundschaften. Ach komm, wir probieren es. Sabotage. Sabotage Meine erfolgreich. Wir haben Mission jetzt war ein Erfolg. die eine Armee jetzt hier gefunden. Und bei Turini haben wir jetzt auch ausgekundschaftet, irgendwie so ein bisschen. Zu euren Diensten. Ist doch cool. Okay, also wie gesagt, also mein Meine Plan ist es Taktiere jetzt hier, ich gesichert. halte die jetzt Ich mal würde für offen. Karthago meilenweit Klau reisen. denen Nahrung. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich entdeckt werde, aber boah, die haben schon einiges an Truppen. Ich weiß, warum die Truppen permanent in meine Richtung werfen, weil die ansonsten nämlich verhungern. Okay. Die Flotte meldet sich, Da mein kommt jetzt Herr. also eine römische Streitkraft. Wie kann ich Problem ist, Karthago Leute, ich besiegen? würde sehr, sehr gerne diese Schlacht euch zeigen, aber ich habe jetzt leider gleich keine Zeit mehr.
Mir gibt's mich gleich Mittagessen. ich greife die jetzt hier mal an. Angriff! Ja, und dann wisst ihr, also das muss ich nicht selber spielen, ohne Witz. Einfach XP. Einfach nur ein bisschen XP, was wir jetzt hier gerade eben zusammengefarmt haben. Marsch! Ja, Marsch, ihr seid am Arsch. Beeilt euch, ihr lieben Römer. Ist mir egal, ob ihr. Stell mich jetzt dann glatt mal so hin, dass die nirgendwo mehr raus können. Bin jetzt hier zwar ermüdet, aber wie gesagt, die sind jetzt damit jetzt hier auch erledigt. Ja. Hier baue ich noch. 1, 2, 3, 1, 2. Eins nach dem anderen. Wir müssen sie übertreiben. Vielleicht kann ich auch noch irgendwo was Sinnvolles bauen. Ja, hier das hier zum Beispiel. Manufaktur oder Landwirtschaft. Ich habe ja auch einiges an Landwirtschaft. Du machst hier 80. Ach, das bringt es ja nicht. Nee, dann mache ich die Landwirtschaft. Dann mache ich hier die Landwirtschaft. Und damit ist die Kohle auch schon wieder ausgegeben. Die eine Rebellion lasse ich gerade eben da mal eine Runde laufen auf Syrakus. Oder in dem Fall in Sizilien. Zügellose Piraterie. Ich rekrutiere sie. Forschung abgeschlossen. Verbessertes Rammen. Sehr, sehr geil. So. Wir sind inzwischen an einem Punkt einfach, wo... Also ganz im Ernst, Rom ist einfach nur am Arsch, ne? Rom ist zu dumm, sich selbst zu ernähren. Das finde ich gerade eben echt heftig. Oh, es geht doch endlich mal baden. So viel dazu. Kriegst ja die Tür nicht zu bei dem Verein. Habe ich hier noch irgendwas mit entsprechend punischem Einfluss? Nö, nur öffentliche Ordnung. Aber die ist mir gerade auch hochgradig wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein Fan von öffentlicher Ordnung. Wie kann ich euch. Ja, der Agent agentet hier fröhlich weiter rum. Ich habe jetzt zwar keine Ahnung, wie viel die jetzt gerade eben hier nicht an Nahrung machen. Alle Menschen müssen dienen. Aber ich gehe jetzt hier auch mal ein bisschen weiter hoch. Was ist denn das hier? Das sind jetzt hier die Samniten. Eine Weile ausruhen. Die kannte ich, glaube vorher auch noch nicht. Also, Rom ist definitiv... Also die haben noch nicht alles hier unterjocht. Definitiv nicht. Rom hat sau viele Armeen, aber... ist nicht wirklich mächtig. Was ich mache, ich schicke jetzt hier diese Schiffe... mal hier nach Karalis. Karalis ist ein super Hafen zum Abfangen von größeren Problemen. Wir müssen uns ein wenig dies wegrennt. Wir sind an der Klippe. Ja. Jetzt nicht mehr. Keine Sorge, wir werden diese Armee noch im Einsatz sehen. Wir werden sie noch im Einsatz sehen. Aber nicht gegen so einen Pipifax-Verein. Und auch nicht dann, wenn ich leider nicht die Zeit dafür habe, obwohl ich sie gerne hätte, um sie euch dann vorzuführen. Wir gucken jetzt hier gerade eben alles nur nochmal durch. Wie gesagt, diese Flottille möchte ich nächste Runde dann hier ausgetauscht haben. Ja, ja, die können nichts machen. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Oh, heilige Schar. Die heilige Schar heißt die sogar hier. Das ist immer cool. So, wir müssen noch was forschen. Wir haben jetzt das hier, ne? Wir haben jetzt hier mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Was können wir jetzt hier noch machen? Pferdekoppelbezirk der Astarte können wir machen. Nahkampfabwehr, Nahkampfangriff für alle Einheiten. Ohne Witz, das ist etwas, was ich jetzt gerne haben möchte, um noch mehr Macht aufzubauen. Wir haben uns ja eh jetzt gerade eben für die Militärforschung entschieden. 1000 irgendwas kann ich hier noch ausgeben. Ja, da könnte man das hier noch verbessern. Man könnte hier noch was verbessern. Ich will aber gerade erst mal gucken, ob ich irgendwo noch ein wirtschaftliches Gebäude verbessern kann. Irgendeins, das... Ja, hier. Verbessere das Gebäude. Gut, liebe Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr ebenfalls auf die nächste Folge. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.